Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Reaktion auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns mal auf dem Kanal von Hydraulic Press Channel an, Freunde. Die Top 100 besten Hydraulikmomente, wo die Hydraulikpresse zerstört alles. Ist das ein deutscher Satz? Nein. Die Hydraulikpresse zerstört alles. Wir schauen uns das Video an. Let's go, Leute. Let's go. Okay. Alter Schwede. Okay. Sorry, weil es laut war. Ich habe ein bisschen lachen müssen, weil das so... Es sah so komisch aus. Der Deckel hat sich so abgesenkt. Oh nein, der kleine Holzstuhl. Boah, seht ihr den Mikrostaub? Wenn ihr ganz genau reinguckt. The King, zoom kurz in diesem Shot rein. Ich möchte, dass ihr seht, was dieser Staub... Wow, okay. Das war nice. Oh Mann, jetzt habe ich... Alter, ich habe was im Hals. Junge, diese Explosion. Boom. Ei. Ui, Memo. Ist es wirklich echt Holz? Ja, es ist echt Holz. Es sind keine Holzspane. Ah, so. Oh Mann. Was ist das für ein Voice Crack gewesen? Okay. Alter, was ist das? Das war einfach... Oh, Garn. Das wird platzen. Garn wird immer platzen, weil es halt irgendwann... Bam. Das ist ein schön... Oha, Junge, der Kelch wird einfach von außen gedreht. Jetzt ist eine Glocke draus geworden. Aktiviert gerne die Glocke, Freunde. Vergesst es nicht. Die M&M-Dose. Oh nein, der gelbe M&M. Ach, er hat es gerade noch geschafft. Hier, Mokka. Oha, die Packung. Oh nein. Der Kaffee. Ah, das ist so ein... Ist es so... Ich weiß nicht. Instant-Kaffee. Solche mag ich jetzt persönlich nicht. Lol. Oh, das ist eine Trinkfläschchen. Und... Naja. Oh, was ist das? Ist das ein Butter... Ist das für Butter machen? Traditionell Butter machen? Naja. Ah, yo. Okay, Alter. Man sieht einfach den Staub. Den Holzstaub, wie der da überall rumweht. Huiuiuiui. Nice. Jetzt haben wir hier nochmal so ein Garn, das platzt wieder. Doch nicht. Ah, das war Papier, es war Papier. Es war kein Textil. Okay, das war ernüchternd. Ich wollte sehen, wie der explodiert. Das hätte er nicht zerstören müssen, glaube ich. Das sah schön aus. Das war so ein schöner Holzkelch, Leute. So schön traditionell. Wahrscheinlich von einer Oma hergestellt. Und es landet beim Hydraulic Press Channel. Auf der Hydraulic Presse. Ja. Oh, man sieht diesen Crack. Und dann zerstört es komplett. Ja, dieser... Das ist ein Typograf. Das ist eine hier Tippmaschine. Von Triumph. Ja, ich glaube, die Hydraulikpresse triumphiert, aber mehr. Ja, das Schild hat sich verabschiedet. Triumph? Nein. Kein Triumph. Kein Triumph hier. Wir machen das so nicht. Die Hydraulikpresse ist einfach weg. Weg vom Fenster. Und das Schild. Jetzt müsste es jeden Moment. Hier, komm. Weg damit. Zack. Eine Mountain Dew-Dose. Ist, glaube ich, gefüllt. Oh ja, sieht dann aus, als wäre da was drin. Da ist nämlich Druck drauf. Da ist eine Menge Druck. Oh ja. Und jetzt ist der Rest ganz easy für die Hydraulikpresse. Jetzt ist es alles easy. Oh, die Musik. Die kenne ich doch, die habe ich auch mal in meinen Videos benutzt. Oh, schön. Ein Basketball, so ein grüner. Ja, grün, Regenbogen. Bam. In der Zeitlupe ist diese Explosion noch viel... Oh mein Gott, ist das eine alte Tastatur. Ja, okay. Jetzt wird die gecrushed.
Alter, jetzt seht ihr, was da alles so drin ist. Wir haben so einen 90er-Jahre-Wecker. Ich sag's mal, das ist ein 90er-Jahre-Wecker. Der sieht halt wirklich so bunt aus. Verspielte Schriftart. Das ist typisch 90er-Jahre. So eine schöne Thermoskanne. Sieht aber auch schon ein bisschen alt aus. Der Griff. Der Griff. Und jetzt der Griff. Der Griff. Der Griff ist immer noch... Alter, der Griff hält sich am längsten. Der Griff ist das Teil, was überlebt hat. Oh, jetzt seht ihr es, Leute, wenn sich das so krümmt. Das ist immer so eine schöne Krümmungsform, ne? Das ist so wie auf dem Berg. Wenn ihr so Slalom fahrt, um den Berg zu erreichen, das ist der effizienteste Weg. Oder der einzige Weg, wie es überhaupt möglich ist, einen Berg hochzufahren. Stell dir vor, ihr fahrt straight einen Berg mit 20 Grad Steigung, 45 Grad Steigung hoch. No way würde das funktionieren. Boah, der ist mit Schaum gefüllt. Okay. Was haben wir jetzt als nächstes? Wir haben noch einen weiteren Ball. Ui, so diese Flummis. Die zerbröckeln immer. Ich weiß nicht, wie es ist, aber als Kind hatte ich auch mal so Flummis, die zerbröckelt sind. Das war echt ein unangenehmes Gefühl, wenn man dann die nicht mehr benutzen konnte. Die sind nicht mehr richtig gesprungen. Ich weiß auch nicht, was das war. Oh, ein goldener Pokal. Der ist aus Plastik. Ich sehe es, der ist aus Plastik. Oder? Zerbricht der noch den Rest? Ja, ist aus Plastik. Ja, sieht man. Das ist kein Metall. Das ist kein Metall gewesen. Das ist aus Gummi. Gummi. Warte, warte kurz. Habt ihr gesehen, was da passiert? Ich glaube, da war ein Licht da drin. Da war, glaube ich, Batterie und Licht drin. Dieser Ball hat einfach kurz noch ein bisschen geshaked, ein bisschen geflackert, Freunde. Ein bisschen der Ball, ein bisschen Action gemacht. Oh, Junge, Junge, Junge. Eine Holzgitarre. Oder ein Holzbanjo. Jo. Vaseline. Oh, was passiert jetzt? Seit wann ist Vaseline rot? Was ist denn das für eine Vaseline? Die sieht so komisch aus. Jetzt haben wir so ein Kinderspiel-Football. Aber der ist ja riesig, ne? Also, er ist größer als der Fußball, den wir vorher hatten. Und er platzt nicht. Er platzt nicht. Was ist das? Was ist das? Ist das ein O-Saftmacher? Ich glaube, das ist irgend so ein Fruchtsaftgerät. Aber man sieht, es ist aus Russland. Ich habe keine Ahnung, wie welche Früchte da reingepresst werden. Aber es sieht mir in der Tat aus nach so einem Fruchtsaftmaker. Traditionell, Leute. Ich sag's euch, gesünderer geht's nicht als O-Saft selber pressen. Gesünder geht's nicht, leckerer geht's nicht. Frische Orangen kaufen, die dann pressen. Besser als jeder Orangensaft. Ich weiß aber nicht, ob es günstiger ist. Aber es ist gesünder. Boah, ey, der ist einfach mit Sand gefüllt. Das 2 Kilo Gewicht ist, ihr seht's, die meistens Gewichte, Freunde, sind einfach mit so einem Sand gefüllt. Ja. Hat nicht das höchste Gewicht, ja, also verglichen mit Metall, ist jetzt kurz ein bisschen Faktencheck, Freunde. Ich habe ja auch solche Hanteln, 5 Kilo Hanteln, und die sind ziemlich groß, sage ich mal, ne? Die wiegen 5 Kilo, du denkst, die wiegen mehr. Und dann holst du dir so eine Metallplatte 5 Kilo und die sieht nach nichts aus. Weil einfach Sand ist halt in der Dichte nicht so schwer wie jetzt Eisen oder weiß ich nicht, welches Metall sie sonst benutzen. Ich würde es als Eisen, also Stahl. Stahl ist teuer, ne? Irgendwas. Oh nein, die Wasserflasche platzt. Alter, die halten hier richtig einen Druck aus. Die ist einfach gelöscht. Ah, die ist nach rechts gesprungen. Ja, das ist ein normal größerer Ball. Oder ein Riesenball. Also wenn der nicht platzt. Wenn der nicht platzt. Boah, jetzt die Zeitlupe. Diese Soundeffekte. In der Zeitlupe klingt das so lustig, Freunde. Es klingt so lustig. Bam! Jetzt noch einmal. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich wie ein Kind. Ich fühle mich wie ein Kind, wenn ich sowas sehe. No joke. Ich finde das lustig, es macht Spaß und ich hoffe euch auch. Ich weiß nicht, womit Golfbälle ja. Ich glaube, das ist so ein Elastin oder sowas in einem Golfball, damit der beim Schlag
den Schlag mitnehmen kann, damit er weiter fliegt. Hätten ihr jetzt aber einen Flummi. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr Golf jemals spielt, bitte benutzt keinen Flummi oder sowas. Ich glaube, der fliegt bis ins Universum. Oh. Ja, der wird's aushalten. Seht euch. Bam. Zeitlupe? Nein, keine Zeitlupe. Oh. Taco Van. Boah. Das Problem ist, Freunde, es ist so, ich habe ja auch, also diese Spielzeuge so, ne, man hat die als Kind gemocht, man hat sie genommen, es war super cool, super nice. Mittlerweile, Leute, habe ich so ein Bewusstsein dafür, dass ich echt versuche, Plastik zu sparen, wo es geht. Also ich versuche es zu trennen, wie es möglich ist, Papier mit Plastik super easy trennen, auch Teile aus Verpackungen, die zusammengeklebt sind, raustrennen. Und irgendwie, wenn ich sehe, das sind so Billigspielzeuge, die noch produziert werden aus Plastik. Also man kann ja auch Holz benutzen, das Lackieren und das, aber ich verstehe halt den Sinn. Oder Metall, man nimmt Aluminium, wie Hot Wheels zum Beispiel, diese Aluminiumautos. Ja, die sind natürlich super geil, also finde ich richtig. Also richtig und wichtig, genau. Ist das eine Wachskerze? Ja, es ist eine Wachskerze. Ich weiß nicht, wie ihr das zu dem Thema seht, Leute, mit Plastik. Also da, wo es unnötig ist, einsparen. Wenn man lange, lange, lange Gebrauch daran hat, ist alles okay. Oder wenn es aus 100% recyceltem Plastik ist, weil das würde mich freuen. Wow, Alter, was war das? Meine Güte, Freunde. Alter Schwede. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich sehe, Ulti hat ein Video gelandet zu den teuersten Videospielen. Können wir uns auch eventuell anschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Checkt auch gerne den Hydraulic Press Channel aus. Wir sehen uns auch im nächsten Video. Lasst hier ein Abo da. Haut rein, Freunde, und ciao.